Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, ich weiß, es hat etwas länger gedauert mit dem Flohmarkt-Video, aber hey, jetzt seht ihr es. Und zwar möchte ich euch erstmal zeigen, was schon seit längerem bei mir steht, was ich irgendwie vergessen habe, in den letzten Pickup-Videos irgendwie zu zeigen. Und zwar, das dürftet ihr auch beim Rhee und beim Klaus auch schon gesehen haben, und zwar habe ich mir auch beim Thomas, das ist nämlich ein aufmerksamer Zuschauer während den Streams beim Klaus, und da hat er uns die nämlich angeboten und er war so frei und hat sie uns dann auch zu einem recht fairen Preis auch überlassen. Also nicht diese überteuerten Preise. Denn ja, ich habe es schon auf Facebook gesehen. Manche, die den hier für 60 Euro angeboten haben, oder waren es 80? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es war auf jeden Fall wesentlich teurer, als ich bezahlt habe. Und ja, ich habe hier den Jungle Green Controller. Da, ich packe ihn einfach mal ganz kurz aus. So, einmal, ihr seht sie hier. Schön verpackt in so einem Plastik-Inlay. Ich meine, da dürfte jeden ein Begriff sein, der Brawler 64. Denn es gab ja letztes Jahr schon, das hat ja als Startup-Kampagne angefangen, meines Wissens. Und die haben anfangs nur den grauen Controller rausgebracht. Und jetzt haben sie halt eine. Es gibt auch die andere Editionen von diesem Controller, aber da gibt es eine, die ist komplett ausverkauft. Und ja, unter anderem gibt es halt die farbigen Controller. Ich habe jetzt den grünen, der Klaus hat den orangen und der Rhee hat den blauen. So sieht er aus. Ich muss sagen, er ist, auch schon der Klaus hat es gesagt, er ist relativ leicht. Also leicht, der Stick hier ist, lässt sich sehr gut betätigen. Die Druckpunkte hier sind, gehen alle smooth relativ. Ja. Und im Großen und Ganzen, ganz ehrlich, so sollte ein, so hätte der N64 Controller aussehen sollen. Wirklich haargenau so, denn es ist wirklich ein Schund. Ja, damals war man nicht anders gewohnt, aber probiert jetzt bitte mal den N64 Controller aus. Ihr werdet, ich weiß nicht, schön ist was anderes, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall, so hätte ein Controller aussehen sollen. Ich habe den jetzt in grün genommen, denn ich habe ja eine Jungle Green N64, aber ich habe nie den originalen Controller gefunden. Und da ich habe zwar einen, aber den möchte ich nicht auspacken, beziehungsweise der ist noch in OVP und relativ mint. Und ja, hier habe ich das gute Stück zum recht fairen Preis. Thomas, wenn du das Video siehst, vielen, vielen Dank dafür. Einfach mega. Bombastisch. So, wirklich so hätte ein Controller sein sollen. Man muss dazu aber auch sagen, das Rumble Pack funktioniert dort drauf, aber nicht für, aber nicht dieses Pokémon Pack, soweit ich weiß. Das steht sogar irgendwo hier, glaube ich, drauf auf der Seite. Nope. Irgendwo hat es mal drauf gestanden oder irgendjemand hat mal erwähnt, dass das Rumble Feature von dem Rumble Pack funktioniert, aber nicht, sag schon, aber nicht dieses Transfer Pack. Funktioniert nicht mit dem. Auf jeden Fall ist der Controller richtig, richtig stark. So. Ja. Vielen Dank. So. Kommen wir zum nächsten, denn wir waren ja auf dem Flohmarkt, ich und der Rhee und der Damian. Und ja, auf drei Flohmärkte insgesamt. Ich habe jetzt eigentlich gar nichts gefilmt auf dem Flohmarkt, denn ich war ehrlich gesagt mehr darauf fixiert, überhaupt was zu finden, denn wie ihr alle schon wisst, wir haben ja in der letzten Zeit eine richtige Flaute gehabt und das war einfach nicht mehr schön. Und da habe ich mich echt wirklich darauf fokussiert, überhaupt was zu finden. Und ja, falls ihr Videomaterial sehen wollt, könnt ihr gerne bei Rhee vorbeischauen. Der hat relativ viel gefilmt, beziehungsweise nicht er, denn ja, er hat einen Kameramann, den Damian. Und
Macht, um Gottes Willen macht ihr nichts. Aber falls ihr Videomaterial sehen wollt, im Flohmarkt, wie es dort war, Link zu dem Video von Re unter, unten in der Videobeschreibung. So, fangen wir an. Ich habe nämlich gleich zum Start vom Re ein PS3-Game bekommen mit einer meiner Lieblingsteile dieser Reihe. Und zwar handelt es hierbei um Final Fantasy X und X-2 in der Limited Edition. Und ja, die Limited Edition ist groß und das Spiel ist klein und ja. Aber muss sagen, es hat wirklich so ein schönes kleines Artbook dabei. Und ich weiß nicht, wie in den vorherigen Videos, Artbooks sind einfach klasse. Was haben wir da? Ja, diese Einzelzeichnungen der Monster zum Beispiel, wie sie in der Zeichnung ausschauten und. Ach, hier, da haben wir die Teamsymbole der Blitzball-Mannschaften. Das ist nämlich auch mit. Und ich sag's euch, Leute, das hat mit eins der geilsten Minispiele im Game. Blitzball, das ist absolut genial, sowas. Ich habe mir damals schon gedacht, wie ich das zum ersten Mal gespielt habe, Blitzball auch noch. Ja, es war recht schleppend. Ich war am Anfang nicht so begeistert von Blitzball, aber hat man sich einmal in diese ganze Spielmechanik reingefuchst und ja, die ganzen Kniffe und so weiter, dann ging das auch relativ. Also dann hat es auch viel Spaß gemacht und sehr großen Spaß. Und ja, ich finde es eigentlich doof, dass es bis jetzt kein Blitzball an und für sich gibt, ne? So als Spiel, separates Spiel. Das wär genial. So, dann fangen wir auch schon mal an mit den Funden auf den allerersten Flohmarkt. Wir waren schon relativ früh da auch. Wir haben auch eine halbe Stunde gewartet, waren beim Bäcker kurz, haben was gesnackt und so weiter. Ja, und dann haben sie auch die Leute reingelassen. Die Polizei war auch da, aber keine Ahnung weswegen. Relativ früh zum Start habe ich an einem Stand ein paar Games von Weitem gesehen, PS2-Games hauptsächlich. Und dann gehe ich näher ran und sehe, okay, der Typ hat auch DS-Games da. Und ja, und dann schaue ich mir die Games an und ja, und da waren halt ein wenig doofisch, ein paar doofe Games dabei. Also was heißt doofe? Ich meine, kein Game ist doof, aber es sind Games, die mir nicht zugesagt haben, aber es waren drei Games, die mir zugesagt haben. Und ja, leider lose, aber hey, ihr werdet sehen, zwei davon sind definitiv es wert gewesen. Und zwar einmal Mario Kart DS. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Mario Kart auf dem Game Boy überhaupt gespielt, also auf der Nintendo DS-Reihe. Keine Ahnung, ich war immer der Consolero, was das angeht, weil, was nicht. Die Grafik hat mir auch da relativ wenig zugesagt. Drum, ich werde mal denken, das landet eher als Tauschware. Dann einmal Pokémon Diamant für die Nintendo DS. Ich bin ein relativ großer Fan der Pokémon-Reihe, aber ich bin jetzt keiner, der jetzt sagt, ich muss alle haben. Es gibt bestimmte Editionen, die ich gern hätte, auch in OVP. Vor allem auch einen schönen Zustand, weil es gibt Games, ja, die, wenn mir was bedeuten, möchte ich sie auch in einem relativ schönen Zustand haben. Pokémon, was gibt's dazu zu sagen? Ihr geht los, fangt Pokémon, sammelt sie, tauscht sie und lasst sie gegeneinander kämpfen. Es ist halt ein recht schönes RPG, sagen wir mal so. Kommen wir zu einem weiteren Game, und zwar einem meiner Lieblingsanimes sogar, und zwar handelt es sich hierbei um Naruto. Sekunde, ich hab's gleich. Ninja Council 2 für die Nintendo DS. Ninja Council 2 für den Nintendo DS. Es gibt davon auch einen Ableger auf dem Game Boy Advance. Lässt sich relativ schleppend spielen, muss ich sagen. Aber die Game Boy Advance Version. Aber die da hat eine leicht verbesserte Grafik. Ist halt ein Side-Scrolling-Brawler. Also kein solches Missionen-Gedöns, wie man auf der GameCube und so weiter kennt. Aber es ist halt so ein relativ cooler Side-Scrolling-Brawler, in dem man sich drei Charaktere auswählen kann zu einem Level und ja, irgendwie kann man da interagieren und so weiter. Aber macht Laune. Bloß, ich glaube, das landet auch in die Tauschkiste, denn eher würde ich es mir in OVP holen und ich glaube, ich habe eher größere Chancen, das komplette Game in OVP zu bekommen.
als jetzt nur die OVP zu suchen. Aber hey, wer weiß. Ja, was habe ich bezahlt für die drei Games hier? Ja. Für die drei Games habe ich jetzt bezahlt einen Zehner. Der wollte ursprünglich 4 Euro pro Stück und dann habe ich gesagt, tun es 10 auch. Ja, ging. So. Dann ging es weiter auf einen nächsten Flohmarkt. Ja, da wurden wir relativ fündig und ihr wisst ja, ihr habt es ja wahrscheinlich schon beim Reel gesehen. Er hat einen richtig, richtig guten Lot gemacht. Grandios. Ich habe auch meine Pickups dort am selbigen Stand gemacht, denn das war somit fast der einzige Stand, der Games hatte. Zuallererst kommt wieder ein Game, was ich schon etwas länger gesucht habe für die Sammlung. Und zwar habe ich jetzt einmal Resident Evil Revelations für den Nintendo 3DS. Ja, ein Teil, der mir noch in meiner Sammlung gefehlt hat, beziehungsweise die 3DS-Version. Ich habe sie ja schon auf der PS4, aber ihr wisst ja, wenn man einen Teil der Reihe, wenn man eine Reihe sammelt, dann will man so gut wie alle Games der Reihe haben. Egal, ob es jetzt auf dem Nintendo 3DS gab oder auf der Wii U oder auf der Schlag mich tot Konsole. Es ist halt ein grandioses Game und ja, ihr spielt halt hauptsächlich auf dem Schiff, meines Wissens. Oh Gott, wann habe ich das zuletzt gespielt? Ja, ihr spielt auf dem Schiff und so weiter und so fort. Und meine Erinnerung lässt nach, aber ich blende euch einfach ein bisschen Gameplay an und so könnt ihr es auch trotzdem so sehen. Verzeiht mir bitte, ich habe wirklich eine Ewigkeit das Game nicht mehr gespielt. Ich habe zwar die PS4-Version, aber die müsste sogar noch sealed sein. Ja. Und dann ein Game, was ich zwar nicht gesucht habe, aber es sah auch recht interessant aus. Beziehungsweise ich habe es auch öfters beim Laden gesehen. Halt im Laden, aber ich wollte jetzt nicht ungefähr den Preis zahlen, der drauf stand. Und zwar handelt es sich hierbei um Bravely Default für den Nintendo 3DS aus dem Hause Square Enix. Es ist ein, ja, das neue Paradigma im RPG-Genre. Entdecke die riesige Welt Luxendarks als ein Krieger des Lichts. Okay. Ja. Es scheint ein recht cooles RPG zu sein. Ich muss sagen, ich habe es noch gar nicht angespielt. Kam ich auch noch nicht dazu, muss ich sagen. Aber ich werde es definitiv probieren. Und ja, wenn es mir taugt, dann bleibt es sogar in der Sammlung. Wenn nicht, dann wird es halt einfach in die Tauschkiste mitwandern. Dann kommen wir zu einer recht coolen Reihe. Die habe ich auch schon Ewigkeiten gesucht, aber nicht für den Preis, den sie verlangt wurde. Weder im Laden, noch auf Börsen, noch sonst bei irgendwelchen Resellern auf dem Flohmarkt. Denn ich habe einmal gefunden die Metal Gear Solid HD Collection für die PlayStation 3. Und das wird definitiv in meiner Sammlung bleiben. Denn ich will, soweit es geht, die HD Collection auf der PS3 haben. Also so gut wie jeder Classic HD Gedöns, was auf der PS3 rauskam. Und ja, über Metal Gear gibt es halt einfach relativ wenig zu sagen. Metal Gear 2 mit einer der besten Teile aus der Metal Gear-Reihe. Metal Gear Solid Peace Walker ist ja einer der PSP-Teile gewesen. Erstmalig auf PS3, glaube ich, erschienen. Korrigiert mich, falls ich da falsch liege. Und ja, Metal Gear Solid 3 Snake Eater wird jetzt nicht als der beste Teil der Reihe gefeiert, aber ich fand ihn gut. Ich habe ihn damals zu Release sogar aus der Video... Ja, es gab damals noch Videotheken. Ich habe mir damals zu Release mit einem Kumpel ausgeliehen und das haben wir gleich durchgespielt. Und ja, Metal Gear 2, Gott, was haben wir da nicht für Speedruns gemacht? Da war man ja übelst schnell durch. Und das war mit der erste Teil, wo Raiden vorkam. Und ja, einfach grandios. Freut mich wirklich sehr, diesen Teil in meiner Sammlung begrüßen zu dürfen. Und absolut genial. So. Dann kommen wir zu einem Game, das habe ich. Ich habe vorhin nur Gutes drüber gehört und habe es auch immer wieder gesucht. Und ja, ich habe es hin und wieder auch gefunden, aber nicht der Preis, den ich wollte. Beziehungsweise, es ist nicht so, dass ich jetzt für jedes Game einen Euro ausgeben möchte. Klar ist es cool, wenn du an einem Stand kommst und sagst und fragst, was kosten die Games? Und der Verkäufer antwortet, ja, 1 Euro pro Stück. Es ist cool. Aber man muss auch bedenken, gute Spiele haben halt manchmal ihren Wert. Aber ich wollte nicht für das Spiel so viel zahlen, weil ich kannte es nicht. Ich habe es auch noch nie gespielt. Ich habe nur davon gehört.
Es soll gut sein, aber ich bilde mir meist selber meine Meinung über Games. Worum handelt es sich? Es handelt sich hierbei um Alice Madness Returns. So wie es mir gesagt wurde, taucht Alice, nachdem sie das Wunderland verlassen hat, kommt sie wieder ins Wunderland zurück. Lest euch einfach mal vor, was hier draufsteht. Wir alle hier sind verrückt. Im Wunderland ist etwas fürchterlich schief gegangen. Kann Alice ihren einzigen Zufluchtsort und sich selbst vor dem Wahnsinn bewahren, der beide zerfrisst? Ja, wie es ausschaut, hat sie das Wunderland verlassen und kommt zurück. Auf einmal ist alles wieder, auf einmal ist alles chaotisch, der Wahnsinn sich dort eingenistet und ja, man sieht es ja auch am Gameplay, es ist alles recht trist gehalten. Es ist auch komplett, freut mich auf jeden Fall, das in der Sammlung zu haben. Ich werde es auf jeden Fall die Tage mal anspielen, denn ja, ich habe mir erst die Woche ein Kabel für meine PS3 besorgt. Ja, ich hatte keins mehr. Werde ich die Woche auf jeden Fall mal anprobieren. Wenn es mir nicht taugt und es kann, weil ich bin ja momentan am Aussortieren, was ich wirklich in der Sammlung haben will und was nicht. Und ja, da werde ich schauen. Na, das ist einer der Titel, die landen auf meiner To-Do-Liste, denn ich will die Games, ja, wenn ich aussortiere, erstmal ausprobieren, ob ich sie wirklich aussortieren will. Ja, das war es aber auch schon von dem Flohmarkt bzw. des Tages. Also ja, das war auch eigentlich alles so gut wie. Wir waren zwar danach noch auf einem weiteren Flohmarkt, aber Leute, der war zwar groß, also es war groß, ja, und relativ gut besucht und so weiter. Aber hey, ich muss sagen, ich war für den Tag schon zufrieden genug. Ihr seht es ja selber, ich habe auf dem ersten Flohmarkt das Highlight gefunden mit den 3DL, mit den DS-Games hier. Habe einer meiner Lieblingsgames vom Re bekommen. Vielen, vielen Dank dafür nochmal. Und ja, Leute, ich habe die ganzen Games jetzt hier. Ja, ursprünglich wollte sie eigentlich 15 Euro pro Stück. Ja, ich schaue es mir an. Ja, okay. Ich habe gefragt ganz höflich und ich hatte kein Problem damit gehabt. Hätte sie auch Nein gesagt, dann hätte ich es halt bezahlt, um Gottes Willen. Aber ich habe einfach mal gefragt, tun es 15 Euro auch? Und sie hat gesagt, ja. Und die habe ich auch gerne gezahlt. Optimal, Leute. So sollte es laufen. Und hoffentlich ist damit die Pechsträhne von Flohmärkten gebrochen. Denn ich, ja, es macht keinen Bock, auf Flohmärkte zu laufen, wenn du nichts findest. Ja, der Frust steigt. Dadurch. Aber egal, sei es drum, wir wurden das Wochenende belohnt. Der Re hat einen richtig krassen Lot mit an Land ziehen können und ja, einfach stark. Ja, Leute, das soll es auch schon gewesen sein mit den Pickups. Es freut mich, ja, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Stay safe, passt auf euch auf, euer Gary. Bis zum nächsten Mal.